Da haben wir jetzt die andere Variante. Ne? So, das heißt, hier ist es wirklich so, dass die Möglichkeit ist, hier ist es die Matratze, also erstmal hier sitzt man, die hat diese großen Auszüge, hier auch eine Heckküche, die ich sehr gerne mag, weil man hier sehr schnell arbeiten kann. Man hat hier beiden Seiten dann Schubladen, Waschbecken, hat dann hier große Fächer, wo man hier innen dran kommt. Aber alles im Eurokistenformat, das heißt, ich kann die rausnehmen bei Bedürfnissen, ich kann meine, ich kann die durchwechseln, ich kann Kühlschränke reinstellen, aber auch einfach Euro-Boxen, die ich dann entsprechend meine Hobbys dann eben mal konfigurieren kann, Heckdusche und alles, und habe dann eben die Möglichkeit, hier dann einen wirklich großen Stauraum zu schaffen. Dann sitzt ihr sehr weit vorne, das heißt, und habe dann wirklich die Möglichkeit, ja wirklich mit sehr viel Gepäck unterwegs zu sein. Ja, hier habe ich natürlich einen größeren Innenraum noch, ne, im Prinzip, weil ja die Seitenteile nicht, die fehlen ja sozusagen. Du hast ein breiteres Bett, ganz richtig. Du hast ein breiteres Bett und auch ein etwas breiteres Raumgefühl dadurch. Ne? Ja, und du siehst auch hier jetzt eine Tablebox, die wir schon haben. Man kann alles rausnehmen, man kann das jetzt hier, man kann das die Sitze rausnehmen, man hat diese Tablebox, die wird hier reingeklickt und damit kann ich hier halt hingehen und dann kann ich mich hinsetzen. Man sitzt dann hier vorne, kann man dann entsprechend die Stühle nutzen. Man sitzt relativ, dass man hier dann hier sitzt und hat dann hier trotz des großen Kofferraums dann Platz eben halt hier mit Tischen und so weiter hier zu arbeiten, die man dann hin und her schwenken kann, dass man die dann entsprechend dann hin und her stellen kann, dass man sich entsprechend dann auch rausdrehen kann und so weiter. Ja, gut, haben wir auch das schöne Glasdach. Mhm. Genau. Das bleibt dann hier natürlich erhalten. Das bleibt hier erhalten. Was ich auch sehr schön finde, muss ich sagen. Ja, haben wir auch so Lampen dann, die extra blinken. Es gibt dann auch Fenstertaschen, es gibt Verdunklungen. Also da gibt es ein großes Sortiment bei uns. Ja, kann man auch empfehlen, ne? Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist oder zu zweit. Dann ja, aber auch natürlich auch, wenn man als Familie ist. Also es ist natürlich auch perfekt, wenn du hingehst und sagst, hey, ich kann das Ding alles rausnehmen. Ich kann dann 7 Sitzer draus machen, ich kann 5 Sitzer, 4 Sitzer draus machen. Und habe dann hier, also wenn man so, auf jeden Fall ein sehr flexibles System. Ja, was ist dein Statement nochmal jetzt? Ihr habt ja jetzt auch den T7 hier schon ein bisschen mehr präsent zum T6.1, dem Vorgänger, dem Bulli. Würdest du sagen, was würdest du den Leuten da raten? Naja, ich meine, ich bin natürlich, ich komme aus einer langen Bulli-Tradition heraus und deswegen. Mein Herz schlägt auch sehr für diesen ganzen Bulli-Dings. Also ich bin dann, also mein, ich werde definitiv einfach als diese Autos auch intensiv auch befahren und werde auch wechseln. Aber mein T6 zum Beispiel werde ich nicht hergeben. Den liebe ich und der bleibt da und den finde ich sehr kultig und mag ich. Der Multivan hat natürlich jetzt hat natürlich elektrisch noch viele Helfer, die es mehr spendiert bekommen. Das heißt, geht einen ordentlichen Schritt mehr zum autonomen Fahren mit Sicherheitssachen, dass es doch noch besser mal, was weiß ich, Sensorik hat, die Unfälle vermeiden können. Und damit finde ich es gut. Und er fährt auf der Straße natürlich auch wirklich deutlich mehr wie ein Pkw. Ja, der T6 war halt dann deshalb für mich der bulligere. Und fährt dann ein bisschen mehr bullig, ein bisschen höher das Ganze, kann mehr Traglast. Ich mag den T6 nach wie vor sehr, sehr gerne auch. Ja, sind halt zwei komplett ein bisschen verschiedene Systeme. Ja. Ne? Aber ich finde, jemand, der das Auto hauptsächlich im Alltag benutzen möchte und dann halt auch mal Camping macht, finde ich den T7 interessanter. Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die Zukunft. Ja, zukunftsweisend, genauso wie eure Produkte. Ne? Danke. Ja, klasse. Haben wir eigentlich hier alles gesehen an dem Fahrzeug jetzt, ne? Ja. Okay, dann danke ich dir für das Video. Vielen Dank auch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht.